Hallo, da bin ich wieder. Kennt ihr mich noch? Ich habe mich ja jetzt lange nicht gezeigt in meinen Videos. Ich habe euch, ich glaube jetzt 6 oder 5, ich weiß nicht genau, Videos insgesamt von meiner Südinseltour hochgeladen. Ich habe immer noch ganz, ganz viele Sachen. Also ich habe ja Queenstown jetzt, glaube ich, beide Teile, wenn es nach Plan alles gelaufen ist, hochgeladen. Und ich habe danach noch ein paar andere Orte, wo ich war, weil nach Queenstown natürlich noch nicht Stopp war. Ich bin wirklich 2 Wochen lang kontinuierlich, nee, kontinuierlich, das gibt's gar nicht, ne? Kontinuierlich mit Jana rumgereist. Deswegen kommt da noch ein bisschen was auf euch zu. Ich bin jetzt aber schon wieder seit über 2 Wochen zu Hause und hatte auch einfach mal Lust auf ein normales Video, in dem ich mal wieder ein bisschen über Beauty quatschte. Das habe ich ja jetzt die letzte Zeit nicht gemacht. Es freut mich wahnsinnig, dass so viele von euch mich auf meiner Reise begleiten und dass es so vielen Spaß macht. So ein richtiges Reisetagebuch, weiß ich jetzt nicht, ob es das geworden ist, aber ja, mir macht es auch selber Spaß, die Videos zu schneiden und anzugucken. Und da sind ja auch einige Sachen bei. Und es kommen auch noch Sachen, das kann ich euch versprechen, die ihr noch nicht gesehen habt. In Queenstown war ja zum Beispiel das Bungee-Jumping und ja, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu, was hoffentlich auch noch ein bisschen aufregender ist. Ja, wie ihr seht, bei mir hat sich wieder einiges angesammelt, was aufgebraucht wurde. Ich habe jetzt auch wirklich nur noch 3 Monate vor mir. Ich bin nur noch 3 Monate hier, dann gehe ich schon wieder zurück nach Deutschland. Das fühlt sich für mich so schrecklich an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich will nämlich noch gar nicht gehen. Und meine Schublade, als ich am Anfang hinkam, die war voll mit Beauty-Sachen und das wird alles immer weiter aufgebraucht und weiter aufgebraucht. Und ich sehe meine Sachen nur so dahin schwinden, das ist echt ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und wenn ich jetzt daran denke, zurück nach Deutschland zu gehen, dann freue ich mich auch noch gar nicht darauf. Aber darum soll es auch nicht gehen, denn es soll jetzt um meine aufgebrauchten Produkte gehen. Ich fange an und ich fange an mit solchen langweiligen Sachen wie Wattestäbchen. Die hatte ich mir tatsächlich hier mit hingenommen. Ich hatte ja nur gehört, dass hier alles teuer sein soll in Bezug auf Beauty und so. Und da habe ich dann auch an sowas wie Wattestäbchen gedacht. Und das sind die, die auf der einen Seite spitz sind und auf der anderen Seite rund. Und ich hatte mir hier ja dann schon direkt welche gekauft, als ich irgendwie welche bei Kmart gesehen hatte, die es da ganz günstig gab. Und deswegen waren die ewig lange in meiner Schublade und ich habe sie eigentlich nicht gebraucht. Ich habe sie jetzt aber auf die Südinseltour mitgenommen, weil ich, weil das halt ganz praktisch war, ne? Die so abgepackt. Und ja, jetzt sind sie leer und ich werde sie mir nachkaufen, wenn ich wieder in Deutschland bin, ne? Ist ja klar. Dann habe ich auch aufgebraucht Wattepads. Ich benutze immer diese hier. Das sind die mit dieser geriffelten Oberfläche und ich benutze die fürs Gesichtswasser total gerne, weil ich finde, dass man damit, dadurch, dass sie so geriffelt sind, kriegt man damit, also finde ich, hat das Gesichtswasser noch mehr Effekt, als wenn ich einfach nur so ein glattes Wattepad nehme. Und ich finde die ganz, ganz toll. Ich habe davon noch ganz, ganz viele hier. Ich glaube noch irgendwie über 160 Stück oder so. Ich müsste da eigentlich mit hinkommen, weil ich da auch sehr sparsam mit umgehe, mit diesen hier. Und deswegen, ja, ich finde die total klasse. Die sind ein bisschen teurer. Ich benutze die nur fürs Gesichtswasser, fürs Augen-Make-up nehme ich andere. Aber die sind klasse. Und dann habe ich aufgebraucht Babytücher. Die habe ich mir hier gekauft. Ich glaube von New World oder so. Keine Ahnung, die haben ganz gut gerochen. Alkoholfrei mit Aloe Vera, Vitamin E und Kamille. Und ja, wofür nimmt man Babytücher? Keine Ahnung. Ich finde es einfach immer praktisch, Babytücher dabei zu haben. Wenn ich so in der Tasche habe ich die meist immer dabei. Und keine Ahnung, wenn ich irgendwie Swatches mache, damit meine Hände irgendwie abschmieren, ab wieder sauber mache, meine ich. Und einfach so zwischendurch, keine Ahnung. Ich finde, man kann Babytücher immer gebrauchen. Und ich habe mir jetzt noch keine nachgekauft, aber ich werde das auf jeden Fall noch machen. Und ja, fand ich gut. Fand ich sehr, sehr gut. Die haben auch echt gut gerochen. Aber ich mag generell Babygeruch gerne. Dann kommen wir zur Pflege und da habe ich wie immer aufgebracht meinen Lysol Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser. Ich habe euch schon eine Review zu all meinen Lysol Produkten gemacht. Die kann ich euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr euch sie noch nicht angeschaut habt und daran interessiert seid, weil ich da auch einiges über den Hot Cloth Cleanser sage und der ja auch relativ gehypt hier ist auf YouTube, ne? Ich habe davon jetzt noch eine Pulle hier. Und es gab neulich eine Aktion bei Lysol. Für einen Tag lang haben die diesen Cleanser für 11,25 € verkauft, weil da irgendein besonderer Tag war. Keine Ahnung, 5 Jahre Lysol oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Und da gab es diesen Cleanser mit 2 Muslin Cloths, also mit den Tüchern, mit denen man das runternimmt,
Für 11,25 € und ich habe mir 4 Stück davon bestellt. Die liefern halt nicht nach Neuseeland, ne? Deswegen kommen die in Deutschland an. Das heißt, wenn ich wiederkomme, dann habe ich da auf jeden Fall einen. Ich bin gespannt, wie lange ich mit dem letzten, den ich habe, jetzt noch hinkomme. Ich benutze immer schon extra weniger, weil ich Angst habe, dass der mir hier ausgeht und ich mir dann hier noch irgendein Abschminkprodukt kaufen muss. Da hätte ich nämlich gar keine Lust zu. Ich finde ihn total super. Das ist... Wenn man sich damit abends abschminkt, dann ist das echt wie Spa und ich bin sehr zufrieden damit und ich glaube, bei mir hält so eine Tube 2, 2,5 Monate irgendwie und ich benutze den jeden Abend. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch damit, nur hält der wirklich 2,5 Monate? Ich muss mal in meinen alten Aufgebrauch-Videos gucken. Muss ich mir mal angucken. Aber ganz toll. Ganz toll. Dann auch aufgebraucht habe ich ein Gesichtswasser, ebenfalls das von Les Earls. Ich habe ja in letzter Zeit auch mal ausprobiert, Gesichtswasser selber zu machen. Damit war ich eigentlich auch... Ja, relativ zufrieden. Mal schauen, ich werde das... Ich habe jetzt noch eine Flasche davon da und wenn die alle ist, weil die reicht mir keine 3 Monate, das weiß ich jetzt schon, dann werde ich mir einfach wieder selber Gesichtswasser machen und das dann halt ja wieder benutzen, wenn ich wieder in Deutschland bin und wieder Nachschub davon habe. Bei mir steht bald mal wieder eine Les Earls Bestellung an. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Gesichtswasser. Ich finde, das riecht auch sehr gut. Es reinigt das Gesicht danach nochmal super. Es ist irgendwie nicht reizend oder so. Es ist ganz, ganz toll. Aber ich liebe Les Earls ja eh. Dann ein Deo. Mal wieder. Und zwar das Rexona Clinical Protection. Ich habe diesmal das blaue aufgebraucht. Das riecht besser als das rote, finde ich. Ich hatte ja auch mal dieses rote Confidence, das hat mir nicht so gut gefallen. Das gefällt mir vom Geruch her auf jeden Fall viel, viel besser. Ich habe mir jetzt aber auch noch wieder ein anderes gekauft von Dove. Also ich mag generell diese Deos, diese Deo-Cremes, die man irgendwie sich abends dann unter die Achseln schmiert und so. Ich finde die sehr, sehr gut und würde mir das immer wieder kaufen, ja. Die halten auch relativ lange, finde ich. Dann außerdem aufgebraucht habe ich einen Lippenpflegestift von Nonique. Der ist mit, ich glaube, Olive und Zitrone oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auch Naturkosmetik und ich habe mir den damals gekauft, als es den im Schlecker im Ausverkauf gab. Als, nee, Quatsch, es war nicht Schlecker, es war ihr Platz. Da gab es den im Ausverkauf und weil ihr Platz ja zugemacht hat, ne, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und ja, da habe ich den benutzt. Ich habe ja hier alle meine Lippenpflegestifte, die ich in Deutschland hatte, hier mit hingenommen. Ich bin ja so ein kleiner Lippenpflege-Junkie und kaufe mir mal ganz, ganz, ganz viel. Und ihr wisst das ja sicherlich selber, dass es eigentlich ewig dauert, sowas aufzubrauchen. Und das war quasi meine Mission, hier hinzukommen und alle meine Lippenpflegesachen aufzubrauchen und ja, dann halt mir hier was Neues zu kaufen und das dann wieder mitzunehmen, aber eben nicht so, nicht 10 Lippenpflegestifte in der Schublade zu haben und so nacheinander die dann aufbrauchen zu müssen, weil es macht, mir macht das immer Druck, wenn ich so viel da habe, was ich nicht benutze. Ja, den fand ich okay. Also ich habe den gekauft, weil es halt nur so nach Zitrone gerochen hat und ich das ja total gerne mag, so Zitrusdüfte. Der hat super gut gerochen, der riecht auch immer noch super gut, aber von der Pflegewirkung her war er okay. Also für den Winter wahrscheinlich wäre er nicht genug gewesen, aber so fand ich ihn ganz schön. Ja, ja, dann kommen wir zur Duschgel-Fraktion und zwar, und ich wollte das unbedingt mal zeigen, weil ich es immer cool finde, wenn in anderen Aufgebraucht-Videos Leute so Seifen und so zeigen, die sie aufgebraucht haben, so im Haushalt und irgendwie, ich könnte das ja auch mal machen, dachte ich mir. Und deswegen habe ich jetzt eine Seife für euch, die ich in dem Bad, was ich mir mit den Kindern teile, aufgebraucht habe, mit denen zusammen. Und zwar ist das von Echo Store die Handseife mit Orange und Patchouli, ne? Ja, genau. Und das ist so eine Marke, die ganz, ganz, ganz toll ist. Ich habe davon mir auch einen Conditioner gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin. Da habe ich auch schon mal irgendwie von erzählt, glaube ich, dass ich den so toll fand. Und ja, das ist so eine bisschen Öko-Marke und ja, ich fand es sehr, sehr gut. Die hat total gut gerochen und da waren jetzt 52 ml drin. Und ich habe keine Ahnung, warum ich es euch zeige, weil ihr es ja eh nicht nachkaufen könnt. Aber irgendwie finde ich das mal cool, wenn andere so Seifen und so zeigen, was sie aufbrauchen. Und ich wollte das auch mal machen. So viel dazu. Und dann wollte ich euch noch zeigen, und das kennen sicherlich auch viele von euch. Ich bin hier immer so geschockt, was für riesen Duschgelflaschen die hier haben. Das sind richtige Container. Und ich zeige euch jetzt, wovon ich spreche. Von diesem Teil. Da ist ohne Scheiß ein ganzer Liter drin. Ein ganzer Liter Duschgel. Ich habe das nicht aufgebraucht. Das ist das der Kinder. Das steht halt so in der Dusche. Und ich finde das total praktisch mit diesem Pumpspender und so. Der stand halt in unserer Dusche. Ich glaube, der stand jetzt 4 Monate oder so. Und die duschen jeden Abend. Und das sind 2 Kinder. Weil es sind Zwillinge.
Und ganz oft duschen auch Freunde von denen bei uns und so. Also das dauert einfach ewig, das aufzubrauchen. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie das wäre, wenn wir in Deutschland solche fetten Teile hätten. Und wir Mädels brauchen ja eh immer alle so lange, bis unser Duschgel irgendwie aufgebraucht ist und haben 1000 Stück. Und jetzt stellt mal vor, die wären alle in solchen riesen Flaschen. Das wäre ja schrecklich. Davon habe ich aber auch, wenn ihr mein erstes Video der Südinsel-Tour gesehen habt, davon habe ich mir auch was abgefüllt und mit in so einem kleinen Behälter auf die Südinsel genommen. Und es hat total gut gerochen. Das ist seifenfrei und parabenfrei. Dann habe ich noch was aufgebracht, was ich euch eigentlich schlecht zeigen kann, aber was ich trotzdem zeigen wollte. Und zwar habe ich zu Weihnachten von der Schwester meiner Gastmama eine Lush-Seife bekommen. Das ist diese hier. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich habe keinen Plan. Die riecht ganz stark nach Zitrus. Vielleicht wisst ihr das ja. Ich kenne mich ja jetzt auch nicht so gut mit Lush aus und diesen ganzen Seifennamen. Was ist denn hier? Hier ist auch ein schwarzer Krümel dran. Ist ja egal. Jedenfalls war die halt noch größer und ich habe jetzt schon die Hälfte davon aufgebraucht. Ich benutze es halt als Duschgel. Ich mache es immer in so eine kleine Dose. Ich habe jetzt nicht diese ganz tolle Lush-Dose. Brauche ich aber auch nicht. Und ich habe ja so einen Duschschwamm und dann verreibe ich das immer so auf den Duschschwamm und dusche mich damit ab. Als mein Freund hier war, hat er gesagt, das riecht nach Spülmittel. Ich kann mir vorstellen, dass das viele denken. Mir macht es nichts aus. Ich finde, das riecht ganz gut. Das ist auf jeden Fall meine Duftrichtung. Wenn sie mir jetzt irgendwas geschenkt hätte, was mega, weiß ich nicht, orientalisch oder so gerochen hätte oder so süß, das hätte ich ganz schlimm gefunden. Also ich rieche lieber nach Spülmittel als nach irgendwas anderem. Total schwere. Ja, deswegen fand ich das ganz gut und ich habe jetzt halt schon die Hälfte davon aufgebraucht und benutze jetzt gerade ein anderes Duschgel, was ich aufbrauchen möchte und dann werde ich die zweite Hälfte davon benutzen. Und dann ist es auch benutzt. Aber ich dachte mir, bevor ich die zweite Hälfte auch noch benutze und euch dann gar nicht zeigen kann, dass ich es aufgebraucht habe, zeige ich das jetzt schon mal. Okay, und dann kommen wir zu Make-up-Sachen. Ich habe tatsächlich Make-up-Sachen aufgebraucht, ganze 4 Stück, um genau zu sein. Und ich fange an mit einem Nagellack, der natürlich jetzt wieder nicht aufgebraucht aussieht. Und zwar der P2 Last Forever Nagellack in der Farbe Dangerous Affair. So. Ich habe den hier mit hingenommen, weil es einfach ein wunderschöner Rotton ist. Es ist mit, finde ich, der schönste Rotton, den ich habe bzw. hatte. Ja, und ich habe ihn hier mit hingenommen und er war ungefähr noch halb voll. Und ich finde die Farbe wunderschön. Ich habe auch schon bei Twitter gefragt, ob es die noch gibt, weil ich unglaublich traurig war, als ich gemerkt habe, so der neigt sich dem Ende. Und ich habe die Flasche zum Schluss echt so gehalten, also echt auf dem Kopf komplett, dass ich da überhaupt noch was rausbekommen habe. Der ist ratzeputzeleer, eine wunderschöne Farbe. Zum Glück gibt es den noch im Standardsortiment. Schaut euch den mal an, wenn ihr ein richtig schönes Rot wollt. Wobei, ihr wollt ja jetzt alle sicherlich Sommerfarben und nicht so ein Rot. Aber hier wird es ja jetzt Winter und kälter und deswegen ja, sind wieder solche dunklen Farben auf den Nägeln bei mir ganz, ganz, ganz groß angesagt. Sind sie ja eh das ganze Jahr über, aber ne, Winter und so, ihr wisst schon. Wundervolle Farbe. Ich habe jetzt leider gar nicht so ein schönes Rot hier. Ich habe jetzt noch Soulmate von Essie hier. Aber das ist so der einzige dunkle, der in die Richtung geht. Aber das ist so eine schöne Farbe. Ich wurde auch ganz oft auf den angesprochen. Auch wenn ich mal hier in so einem Make-up-Outlet war und den drauf hatte und irgendwie nach anderen Nagellacken geguckt habe, wurde ich ganz oft gefragt, was hast denn du auf den Nägeln und so. Also der ist, oh Gott, eine wunderschöne Farbe. Ganz, ganz toll. Kaufe ich mir auf jeden Fall nach, wenn ich wieder in Deutschland bin. Dann als nächstes aufgebraucht meine Mascara. Meine Mama hatte mir ja die 24 Stunden False Lash Effect von Max Factor geschickt. Und ja, die ist, ihr seht, total abgegrabbelt. Man kann das gar nicht mehr lesen. Ich glaube, ich habe die im Januar angefangen zu benutzen. Und jetzt war sie aber wirklich so, dass ich gemerkt habe, also erstmal, und das hatte, dazu hatte Reni auch schon mal was gesagt, das ist mir vorher noch nie passiert, sind hier die Borsten ein bisschen abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, könnt ihr. Da sind sie weg. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich war da eigentlich nicht grob zu. Keine Ahnung. Aber auch so nach einer Zeit, normalerweise ist das ja die Mascara mit der False Lash Effect, mit der wasserfesten zusammen, die meine Wimpern als einzige oben hält, also die den Schwung hält nach dem Wimpernbiegen. Und jetzt, wo sie aber leerer wurde, habe ich gemerkt, okay, jetzt kann sie den Schwung nicht mehr halten und jetzt ist es halt, sie wegzuschmeißen. Und ja, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Ich finde, dass sie den Schwung gar nicht unbedingt besser hält als die wasserfeste. Ich habe bisher auch noch nicht so den Unterschied rausgekriegt, ehrlich gesagt.
Also bisher konnte ich eigentlich gar keinen Unterschied zwischen der lilanen und der blauen feststellen, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde, die sieht ein bisschen cooler aus. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte meine Mama mir zwei davon geschickt, deswegen benutze ich jetzt die zweite noch davon. Und ich hoffe, dass sie mir noch so lange reicht, bis ich wieder nach Deutschland komme, weil hier ist die einfach mal um 30% teurer, diese Mascara, als in Deutschland. Deswegen würde ich mir die hier ungern nachkaufen. Und das letzte Paket, was meine Mama mir übrigens schicken wollte, dazu wollten ganz, ganz viele von euch ein Video sehen, ist übrigens verloren gegangen. Also ich weiß nicht, sie hat es im März oder so losgeschickt und es ist immer noch nicht da und ich denke, es wird nicht mehr ankommen. Deswegen wird sie mir verständlicherweise nicht nochmal eins schicken. Und ja, deswegen muss ich warten, bis ich wieder in Deutschland bin. Aber ich habe ja hiervon noch ein Exemplar. Gott sei Dank. Ne? Okay, und dann kommen wir zu zwei Sachen von Alverde, die ich noch aufgebraucht habe. Und zwar einmal das Alverde Puder. Habe ich euch schon mal in einem anderen Aufgebraucht-Video gezeigt. Ist wieder leer geworden. Diesmal ist der Deckel aber übrigens nicht abgefallen. Ganz, ganz toll. Ja, ne, so sieht's aus. Das war das Kompaktpuder und das war eine Nummer dunkler in der Nummer 030 Beige. Das hat sehr, sehr gut gepasst. Ich mag das Alverde Kompaktpuder total gerne. Ich habe schon oft gekauft und finde das total super. Ich glaube, es kostet 3,75 €. Und ich finde es echt gut. Momentan benutze ich das Rimmel Stay Matte Puder und finde es auch, ich bin total begeistert davon. Aber dazu erzähle ich euch wahrscheinlich was in meinen Monatsfavoriten dann oder so. Aber ganz, ganz tolles Puder und ja, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr ja auf der Suche nach einem guten Puder seid. Das mag ich sehr gerne. Und dann noch etwas von Alverde und wahrscheinlich diejenigen von euch, die mein Video schon länger gucken, werden sich wahrscheinlich immer gefragt haben, mein Gott, wann kommt der denn mal, wann kommt der denn mal, wann kommt der denn mal im Aufgeworfen-Video, weil ich ihn jeden Tag benutzt habe, seit ungelogen 2,5 Jahren, vielleicht 3 Jahren, ich weiß es nicht. Der Alverde Lidschatten in der Farbe Nude Rose ist aus dem Sortiment gegangen, könnt ihr nicht mehr holen. Ich habe in Deutschland noch ein Backup davon und bin sehr glücklich darüber, Gott sei Dank. Ja, so sieht er aus. Er ist einfach mal leer. Also richtig leer. Da kommt nichts mehr raus. Ich bin mit dem Pinsel auch hier an der Seite total lang geschrappt und lang gegangen mit dem Finger. Und das ist nur noch ganz, ganz, das ist minimal das, was ihr da rausbekommt. Das seht ihr im Auge schon gar nicht mehr. Ja, deswegen, das ist jetzt, der ist jetzt wirklich vorbei, ne? Aber ihr seht schon, ich meine, die Packung, wie alt ist der? 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr. Man kann kaum noch was lesen. Aber das war echt ein Lidschatten, den ich mir jeden Tag in den Innenwinkel gemacht habe. Momentan habe ich einen anderen gebackenen Lidschatten von Alverde. Elegant Beige heißt der. Auch wunderschön, aber längst nicht so schön wie der hier, finde ich, für den Innenwinkel. Aber ich habe davon noch ein Backup in Deutschland und bin sehr glücklich darüber, weil ich die Farbe einfach unglaublich liebe und schon ein bisschen traurig bin über diesen Verlust. Hart, sehr hartes Leben, ich weiß. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Sache, die ich aufgebraucht habe, obwohl man sie nicht aufbrauchen kann. Und zwar ist es einfach nur ein Gummi für eine Wimpernzange. So sieht es aus. Ich habe es jetzt nicht für euch sauber gemacht, sorry. Das hat einfach nach der Zeit die Wirkung verloren und ich habe mir hier, ich glaube, drei Stück waren in der Packung, habe ich hier mit hingebracht für die Wimpernzange, um das zu wechseln. Das macht so einen Unterschied. Falls ihr irgendwie mit eurer Wimpernzange aus irgendeinem Grund nicht mehr zufrieden seid und es vorher eigentlich wart, dann schaut doch mal bei DM. Da gibt es diese Gummis für, ich weiß nicht, 1,65 € irgendwie sowas im Dreierpack. Das macht wirklich so einen großen Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hatte ich jetzt auch schon wieder irgendwie knapp ein Jahr oder so. Die halten natürlich ewig, diese Gummis, aber es kann halt immer mal sein, dass wenn ihr das eine Zeit lang habt, ich glaube, ich hatte das eine Gummi mal irgendwie knapp 2 Jahre oder so und ich habe da dann echt teilweise gehangen, ey, und so 2 Minuten lang meine Wimpern gebogen, bis dann mein Ergebnis kam und danach habe ich neues Gummi reingemacht und habe gesehen, so hoppla, das geht ja auch in 10 Sekunden. Ja, also versucht es mal, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt. So viel zu meinen aufgebrauchten Sachen. Ich weiß, dass auf jeden Fall noch ein Aufgebraucht-Video kommen wird mit Sachen, bevor ich wieder zurück nach Deutschland gehe. Vielleicht kommen auch noch zwei bestimmt. Aber eins auf jeden Fall. Ich habe hier auch Parfüms mitgenommen und die neigen sich jetzt alle wirklich so langsam schnell dem Ende. Und ich habe wirklich in jedem Parfümfläschchen irgendwie noch so ein bisschen drin oder so. Deswegen wird da auf jeden Fall noch einiges kommen, was nicht nur Pflege ist. Falls ihr euch darauf freut, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt mich ja jetzt lange nicht mehr gesehen irgendwie. Natürlich, euch kommt es jetzt nicht lange vor, aber ich habe es
ist schon ewig her, dass ich das letzte Video gedreht habe. Und ja, deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr weiterhin mein Tagebuch, mein Reisetagebuch so fleißig weiterverfolgt. Wie gesagt, wenn ihr schon immer mal nach Neuseeland wolltet oder einfach nur bestimmte Städte sehen wollt, dann schaut euch doch meine Videoreihe dazu an. Ich habe eine Playlist auch nur dafür erstellt, also eine Playlist, die wirklich nur aus diesen Videos besteht, falls ihr euch dafür interessiert und einfach mal wissen wollt, wie es so in Neuseeland aussieht, in den verschiedenen Städten, dann, wie gesagt, schaut da mal rein, vielleicht gefällt es euch ja. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich gefreut habe, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss! Falls ihr Teil 2 von Queenstown noch nicht gesehen habt, dann schaut euch doch mein letztes Video an. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.